Natürlich sind Megan Gay, Ludmila Svetskova, Ada Lilis, Florian Lukas, Peter Scherer, Miguel de Lira, Boris Akee, Rachida Bakri, das sind die Stars vor der Kamera. Der Star hinter der Kamera ist sicher, wenn man die Bilder sieht, Florian Hofmeister. Also, weil Rock'n'Roll auf Video ist eine Sache, aber Rock'n'Roll auf Cinemascope, da muss man sein Handwerk schon verstehen. Ja, unter Zeitdruck, unter den Bedingungen, die einfach, ich würde sagen, sie waren gut, jeder hat sich Mühe gegeben. Es war einfach Rock'n'Roll. Die Leute haben uns nach dem Dreh gesehen und gefragt, sag mal, ihr seht so locker aus. Ich meine, wir waren durch, wir waren total fertig. Und natürlich hat es Probleme gegeben, aber wir hatten halt auch ein Team, das die Probleme lösen konnte. Und das, glaube ich, war echt entscheidend. Dass wir hier natürlich jetzt mit 75er eleganter arbeiten können, als wenn wir, oder mit dem 100er, als wenn ich jetzt hier drin sitze, dann bin ich mit der Optik natürlich irgendwie 25 cm vor ihrer Nase. Das Einzige, was das noch kommt. Genau, das müsst ihr mit. Wir können hier natürlich mit Molton wieder zumachen. Машина и это, Жигули. Я понял. Ну, может быть, найти ровный кусок участка дороги. Eine Frage, wenn wir das Auto mit einer Schleppstange schleppen, ja. Hinterher, dann muss ich jetzt einmal, möchte ich einmal mit Igor die Kameraposition besprechen. Eine schöne Anekdote fand ich auch. Wir sitzen auf dem Trailer und ich denke mir die ganze Zeit, okay, wunderbar, gedreht, alles wunderbar. Aber ich frage mich die ganze Zeit, ich den ganze Zeit den russischen Aufnahmeleiter gefragt, in U-Turn? It's also thinking about U-Turn, also important. U-Turn. Und weil ich in Moskau halt auch öfters gesagt bekommen habe, da, dabei. Ja, kein Problem nicht. Das habe ich leider zu oft gehört in Moskau. Oft gab es halt, wo dann gehießen hat, kein Problem, gab es dann Probleme. Auf jeden Fall, ich sitze auf diesem Trailer und denke mir, wenn wir jetzt auf dieser sechsspurigen Autobahn U-Turn machen würden, dann brechen wir zusammen. Irgendwann kam dann die Stelle, wo wir den U-Turn machen sollten. Ich hatte schon diese, jetzt kommt der U-Turn. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich verlieren wir 1,5 Stunden. Wahrscheinlich können wir die Szene danach nicht drehen. Dann können wir nicht nach Istanbul fliegen. Problem. Dann sage ich zu dem Aufnahmeleiter, okay, now making U-Turn. Und dann, ja, dabei. Die haben einfach mit zwei Polizeiautos. Das eine Polizeiauto hat die eine Autobahn gesperrt, das andere Polizeiauto hat die andere Autobahn gesperrt. U-Turn, so, Polizeiauto weg und weiter. Die haben eine ganze Autobahn für uns gesperrt, mit zwei Polizeiautos. Dafür bräuchtest du in Deutschland ein Genehmigungsverfahren von 4 Monaten. Das ging in Moskau einfach in 2 Minuten, eine Autobahn zu sperren. Mit 2 Polizeiautos kannst du in Moskau eine Autobahn sperren. Ja, auch nicht. Verstehst du mich? Was kann das denn tun? Alles gut. Das heißt, die Polizei ist bereit, zu begleiten. Kumkapel gedreht, das ist ein Stadtteil, da haben selbst die Türken davor gewarnt, da könnt ihr nicht reingehen. Da könnt ihr nicht mit dem Filmteam reingehen. Das, was sie immer gemacht haben, ihr könnt da nicht hingehen, da könnt ihr doch keinen Film drehen. Und was passiert war, haben dann in diesen Stadtteil reingegangen und die Leute haben reagiert, der Zirkus kommt. Wir haben 3 Tage in diesem Stadtteil gedreht, ununterbrochen, und es gab nichts. Ich bin vor einem Haus gesessen, in der Straße, Und dann kam ein Anwohner aus dem Haus raus. Ich sitze so regisseurmäßig mit Videokombo vor seinem Haus und denke mir, oh,
jetzt gibt's Hassel, jetzt schreit er rum oder sowas. Der Typ kommt auch, kam aus dem Haus und entschuldigt sich bei mir und sagt auf Türkisch, dass er es toll findet, dass wir in seiner Straße drehen und dass das eine Ehre ist. Also in Istanbul war der Zirkus ist da. Ich schwenke oben von der runter und einfach, weil wir drehen ja nach dort, dass man einfach so irgendwie rüber. And action. I was up. Where do you from? Yeah. Lassen Sie mal so, ich glaube, dann kommt man hin vom Rhythmus. I was robbed, das ist ja der Plan gewesen. Ja, hier genau, ist die Polizei, nichts anderes ist jetzt wichtig. Direkt zur Polizei. Das sagt man dem Mann dreimal, offensichtlich checkt er nicht. Aber lass uns mal mit dem Rhythmus halt mit dem was. Gell? Was robbed, so, und dann kommt diese Frage, where do you from? Das ist ja für mich ja vollkommen aus dem Park. Okay, lass es nochmal machen. Dass man sich da, also dass ich mich dadurch aus dem Konzept bringen lasse. Ne? Ja, aber das war ja schon da. Das genau, schon ja, ja. Ja, total doof. Jetzt ohne Scheiß. Ja, ich habe ein Hotel gesucht und dann habe ich mich verirrt. Lass uns direkt zur Polizei fahren. Ja, wo ist das passiert? Da hinten in der Eisenbahnunterführung. Europa, kommt, Europa. Ich frage mich, habe ich mal gefragt, wie unterhalten wir uns eigentlich in diesem Europa? Ist ja alles recht und gut, aber wie wird da gesprochen? Und gehört jetzt Istanbul dazu oder nicht? Ich meine, dass Istanbul und Moskau in Europa ist, das kann man ja nicht diskutieren. Man kann diskutieren, ob es in der Europäischen Union ist, aber es in Europa sind nicht. Und dann das verbindende Element von Europa. Ich meine, wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Die Hälfte hat jetzt den Euro, die andere Hälfte nicht. Und das einzige kulturelle Ereignis, was eigentlich alles verbindet, ist für mich eigentlich der Fußball. Ist, glaube ich, auch realistisch so. Also das einzige kulturelle Ereignis, was man in allen Mitgliedstaaten wahrnimmt, ist der Fußball. Und so kam das halt zu sagen, okay, Champions League-Finale. Und dann, okay, Deportivo La Coruña steht für mich wegen Santiago. Das sind natürlich die Kirche, das katholische Mekka, Santiago de Compostela. Kraftpunkt. Spielt gegen Galatasaray Istanbul, also die Moscheen von Istanbul, also wo man auch so eine religiöse Symbolik drin hat. Alegría, ¿qué significa alegría? Alegría es a funny. Enjoy. 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 Yeah. Aha, alegría. Enjoy. Aber eigentlich hat dieses Überwinden der Sprachbarriere während des Drehens hat einem eigentlich, und ich glaube, das ging dem ganzen Team, also vor und hinter der Kamera, so hat einem immer den Input gegeben, warum es diesen Film eigentlich gibt. Weil im Endeffekt geht es um Sprache. Und da ist der Regisseur manchmal noch einfach.
Weil Schauspielerei, die Sprache der Schauspielerei, da kann man auch mal was vorspielen. Das kann der Produktioner nicht, wenn er die Hawk-Optiken durch den russischen Zoll bringen muss. Reisen. Auf jeden Fall Reisen, man stellt sich beim Reisen, glaube ich, immer selber in Frage. Man kommt immer in eine neue Umgebung, wird irgendwo reingeworfen, muss sich zurechtfinden. Früher war ich öfter mit dem Rucksack unterwegs, letzter Zeit weniger, aber ich war mal so 3, 4 Jahre in Südamerika mit dem Rucksack und so. Wenn man immer in einem Land ist oder in eine neue Umgebung, wo man fremd ist oder so, da hat man einen anderen Blick auf die Dinge. Aber wenn man es kurz macht, Reisen heißt auf jeden Fall, sich auch in Frage zu stellen. We have a last decision about this event. How will we do that? No, last exit kommt kaputt. We would prefer, if it's possible. Teknik araçları yolun bu, yani buradan bırakacağım. Okay. Teknik araçları karşıda bırakalım, bir tek araba şeyde olsun. Oraya bir şekilde ulaşılması lazım. Nasıl ulaşacağız? Ya, yolun bu tarafında elde taşıyasınlar köprünün altından bir tarafa manzara. Onu diyorum. Tamam canım, onu yaparız. Okay. Ama işte söyleyin. He's telling me that. Zaman kazanmak için, trafik yoğun olduğu için. From the last exit, Kumkapı. Let's leave the cars. Ne yiyeceğim ha? On the other side of the road. We have to carry. On this side of Kennedy, Kaçan'a. Yes, exactly. Aslında daha önce yapıldı. Şey, resmi tarih 1830 oldu. Özür dilerim. Beni 10 sene gençleştirebilir misiniz? We will reach from that road to where kids playing football. And when we turn, it's Cemre Street. Yeah, yeah, that's in that start. We meet at Cemre Street. That's okay. So I have understood right. Okay. Also du hast den Weg. Yeah, yeah. Jörg ist festgeschnallt? Ja. Okay, everybody ready? So let's start. Es war eigentlich ein schönes Gefühl zu wissen, irgendwie wir sind da hingekommen und eigentlich haben die Leute uns gemocht, wie wir sind. Und haben auch verstanden, natürlich ging mal eine Lampe zu Bruch, natürlich haben die sich in Spanien und Moskau bestimmt mal gefragt, diese Deutschen sind schon seltsam. Aber irgendwie haben sie uns gemocht, wie wir sind und das war ein schönes Gefühl. Auch, dass diese Sprache vom Kino irgendwo universell ist. Yes.
door to copy. Let's see if it's good. Gate check. Okay, we check the gate. Thank you very much. Good gate. Good gate. Si entendemos que la patria es lo local, yo que soy un, que hice en esta película de policía local, represento la patria. Y también, como decía León Tolstoy, canta tu aldea, canta a lo local y serás universal. Por tanto, creo que desde el matiz de cada pueblo podemos conseguir una globalización mucho más interesante, especialmente en Europa. Nación viene de la palabra nacer, entonces la gente que nace en un lugar tiene un leitmotiv, tiene ahí un denominador común. ¿Qué es lo que las divide? El creerte que tu nación es la más importante del mundo. It's up high, it goes under the crossbar. Flavio Consasauers makes sure it's 7-all between Galatasaray and Deportivo La Coruña. Would you believe this? Fait des petits sauts à gauche et à droite pour irriter Consasau. Il se laisse pas irriter, mesdames et messieurs. Il a le ballon au bout des doigts, mais ne l'attrape pas. De entrada es un personaje, aparentemente es un estereotipo, es un cliché, porque es un... Bueno, cuando vemos siempre un uniforme en cualquier película o algo así, siempre decimos, bueno, el típico policía, el típico militar, siempre... Pero Sesento Barreira es un personaje muy guay, porque tiene... el guión traspasa más allá del traje, entra en la humanidad del personaje. Entonces, lo que interesa de Sesento Barreira no es el traje de policía, sino es que es un... Es un hombre de local, de aquí de Santiago, y por tanto tiene su vida. La verdad es que fue más fácil una, porque el director habla muy bien español y gallego, o sea, con lo cual, y también hay una comunicación de amistad, que es otro lenguaje más importante que el lenguaje hablado. Por tanto, cuando te entiendes, te comunicas. Con el actor protagonista, coprotagonista conmigo, con Gabor, es complicado, pero al ser Gabor, como Gabor es un hombre, es un clown muy espabilado, y es un tipo que aprende muy rápido, entonces él sabía un poquito de español y con mi poquito de inglés y con su poquito de español, ahí fuimos creando un nuevo lenguaje que se puede llamar el Spaninglish, Hungar Spaninglish, algo así, y nos entendimos bien. Una pregunta.
tiene si la cerveza. Por favor. Sí, 50-50 con Miguel. Muchas gracias. Amistoso. Amistoso, por favor. Of the established European football nations such as Germany, Italy, France and England. You can already see the headlines in the newspapers tomorrow. Kebabbed, taken out by the Turks. Turkish delight. Daneben, Lucke, weil wir genau bei der Schieß daneben. Meine Herren, es bleibt beim 14-14. Yes. Con esas tres o cuatro historias situadas en distintas zonas de Europa, vale, la Europa más del este, la Europa del oeste, la Europa más latina o más mediterránea, la Europa aquí más atlántica. Y él ya pensó en mí, me comentó que quería trabajar conmigo y tal. Entonces empezamos a trabajar juntos. Yo fui a Berlín, él luego vino aquí, yo también le ayudé a localizar aquí, en Santiago, porque él conoce Santiago, pero yo lo conozco mejor. La relación, si hay que poner una nota, tanto en preproducción como ahora, que acabo de rematar, de acabar la película, es, la nota sería de 10,00 infinito. Phone up your boss at work and say, I'm sorry, I've hurt my back, I can't come to work. Don't go anywhere, you will regret this one for the rest of your born days. This is history and you want to make sure you're there.